PPP, der Provinzklassen-Podcast. Und damit rein in die dritte Folge des Provinzklassen-Podcasts. Wir sind wieder da und an meiner Seite, wie gewohnt, Christoph Heeren. Guten Tag. Und Tim Verzaun. Hallihallo. Und da Tim am Wochenende ja nicht anwesend war, wird er uns nun verraten, worüber wir denn heute so quatschen werden. Wir werden heute über das Derby sprechen, in der dritten Provinzklasse D, über den RFC St. Vith gegen die RUS Emmels, das Spiel, das seit 14 Jahren nochmal gestiegen ist. Und ja, beide Vereine trennen im Prinzip 6 Minuten Autofahrt, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Und auch in der Tabelle standen sie beide im Mittelfeld, nach dem dritten Spieltag oder nach dem zweiten Spieltag dann auch noch nicht so verwunderlich. Es ist 1-1 ausgegangen, das Derby hat also keinen Sieger gefunden. Und da geht mal meine Frage direkt an euch beide, die ja da waren. Was war das für eine Stimmung? Ich denke mal, nach 14 Jahren, dass das Derby dann endlich nochmal stattfindet, das hat die Leute gefreut in der Region. Hat man das denn auch auf dem Feld gespürt? Es war definitiv zumindest am Seitenrand zu spüren. Also es war am Freitagabend einiges los in St. Vith an der Rotterstraße. Und da kam dann, wie auch schon in den Wochen zuvor bei den Spielen, die wir geguckt haben, wirkliches Derby-Feeling auf. Du sprachst es an, die Entfernung ist nicht gerade sehr weit zwischen beiden Dörfern. Deswegen natürlich umso schöner, dass dann jede Menge los ist. Aber auch auf dem Platz, vor allen Dingen dann nach dem 1:1, sprich die letzte Viertelstunde, kam richtig Derby-Feeling auf. Da wurde es dann auch ein bisschen, sagen wir mal, robuster auf dem Feld. Da wurde es dann ein bisschen kämpferischer von beiden Seiten und war auf jeden Fall ein Derby, das wieder mal Spaß auf mehr gemacht hat. Ja, genau. Also ich bin immer mehr ein Fan von den Freitagsspielen, weil man dann auch viele Leute so aus den Provinzklassen sieht, die halt selber so ein spielen würden parallel zu dem Spiel. Dementsprechend sind da dann noch mal ein bisschen mehr Leute allein schon deswegen. Und ich finde auch, also vor allem nach dem 1:1 und dann in der Schlussphase ist dann halt auch von den Rängen so ein bisschen Druck gekommen. Da hat man gemerkt, dass das auch ein bisschen hitziger wurde. Da hast dann auch wieder gesehen, was ein Derby in den Provinzklassen bedeutet. Halt eben, dass die Leute sich auch sehr gut kennen und dann eben diese Hitzigkeit auch ein bisschen näher rübergebracht werden kann. Ja, und die beiden Tore sind ja nach Standardsituation gefallen. Das 1:0 für St. Vith durch Gregory Krämer war ein direkt verwandelter Freistoß. Das 1:1 von Gino Coumont auf Seiten der Emmelser passierte dann quasi nach einem Freistoß. Waren es schöne Tore? Vor allem das 1:0 natürlich. Ja, das 1:0 war auf jeden Fall ein sehenswerter Treffer und auch wirklich sinnbildlich für die Leistung von Gregory Krämer, der das Spiel strukturiert hat und dann eben auch am Ende entschieden hätte Emmels nicht noch ausgeglichen. Das Tor von Emmels war jetzt nichts Schönes. Also das, ja, es ist ein Freistoß, der abgewehrt wird, wo der Ball dann halt im 16er liegen bleibt und dann muss halt nur noch draufgehalten werden und gehofft werden, dass er nicht noch irgendwer das Bein zwischenkriegt. Dementsprechend war jetzt kein sehenswerter Treffer, aber halt wirklich auch wieder sinnbildlich für die Emmelser Leistung. Sie haben sich im Spiel gehalten, sie haben mehr gekämpft, als dass sie das spielerisch hätten lösen können, aber sie haben halt alles darum gegeben, dann noch irgendwas Zählbares mit aus seinem Fit rausholen und dann eben auch vergleichbar zu Büllingen, die halt am selben Abend gegen Troffau unentschieden spielen, kann man dann zufrieden sein mit dem Punkt. Ja, und ich meine, es gehört ja auch zu den Charakteristiken eines Derbys, dass nicht immer alles schön sein muss. Deswegen, dementsprechend passt so ein Treffer natürlich auch in die Geschichte eines Derbys rein. Wir haben jetzt gerade schon über die Emmelser gesprochen, die können ja durchaus zufrieden sein mit dem Punkt. Auf Seiten von St. Vith sah das ein bisschen anders aus. Ich habe ja auch mit dem Dirk Willems gesprochen, mit dem Trainer von St. Vith. Der meinte, es handelt sich eher um 2 verlorene Punkte als um einen gewonnenen. Also für St. Vith war eigentlich mehr drin im Spiel. Marvin, würdest du da dem Dirk Willems zustimmen? Da hat er definitiv den Nagel auf den Kopf getroffen mit seiner Aussage, denn seine Mannschaft hat sich so gesehen am Ende ein bisschen um den eigenen Lohn gebracht. Sie waren drauf und dran zu Beginn und dann auch Mitte der zweiten Halbzeit das 2:0 zu machen und damit wäre das Spiel dann auch entschieden gewesen. Aber dazu ist es dann nicht gekommen und dann ist es dann eben so, dass Gino Coumont dann bei einem Freistoß zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stand und dann eben zum Ausgleich verwandelte und das führte dann so dazu, dass die Mannschaft von Dirk Willems so ein bisschen den Faden verloren hat und gar nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden hat und ja, so kam es dann am Ende zur Punkteteilung, was aus St. Vither Sicht auf jeden Fall schade war und auch mit Sicherheit 2 verlorene Punkte waren. Ja, und du sprichst gerade die Unerfahrenheit der jungen Truppe von St. Vith an, da sind ja sehr viele Spieler, die halt ihre gesamte Karriere noch vor sich haben und
Dadurch haben sie dann auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht, dass sie halt unerfahren sind, dass sie nervös werden in solchen Situationen, was aber meiner Meinung nach auch völlig normal ist. Und das ist ja auch das Ziel der Mannschaft, dass die jungen Spieler sich erstmal etablieren. Deswegen hat der Verein ja auch noch gar nicht gesagt, dass wir direkt wieder aufsteigen wollen, sondern wirklich mal die Spieler erstmal sich entwickeln lassen wollen. Ich habe St. Veit ins Mittelfeld gesetzt, knapp hinter der Endrunde am Ende der Saison. Wie seht ihr das? Geht ihr da mit mir mit oder sagt ihr, dass St. Veit vielleicht doch sogar noch zu höheren bestimmt ist? Also ich würde ganz klar sagen, dass St. Veit zu höheren bestimmt ist, dass auch wenn sie, sag ich mal, viele sehr junge Spieler in ihrem Kader haben, auf jeden Fall die Aufstiegsrunde anvisieren sollten. Denn sie haben jetzt zu Saisonbeginn gezeigt, dass sie, wie gesagt, auf jeden Fall dann auch mit den Mannschaften mithalten können. Klar haben sie jetzt gegen Emmels leider dann, wie gesagt, 2 Punkte liegen lassen, aber dann sind trotzdem 5 Punkte aus 3 Spielen ja keine schlechte Ausbeute. Und das ist auf jeden Fall was, worauf sie aufbauen können. Und gerade eben diese jungen Spieler können ja über die Saison die Erfahrung sammeln. Und das kann sie dann nur weiterbringen. Und wer weiß, vielleicht dann gegen Mitte, Ende der Saison haben sie dann vielleicht auch die nötige Kaltschnäuzigkeit bzw. Ruhe, dann in so einem Spiel wie gegen Emmels dann am Ende das Spiel auch zu entscheiden und dann den Deckel auch drauf zu machen und somit dann auch die 3 Punkte zu behalten. Und deswegen denke ich, dass auf jeden Fall in der Aufstiegsrunde mit ihnen zu rechnen ist. Ja, und was man auch unbedingt sagen muss, ist, dass sie defensiv sehr gut gestanden haben. Selbst nach dem 1:1, wo halt offensiv wirklich die Luft raus war, wo man gesehen hat, dass der Ansturm zu Beginn der zweiten Halbzeit komplett verflacht ist, haben sie defensiv nicht großartig was zugelassen. Emmels hatte aufs Spiel gesehen vielleicht 3 gute Torchancen, von denen haben sie halt eine dann auch verwandelt, was dann halt auch die Kaltschnäuzigkeit ist, die dann vielleicht sein Fit gefehlt hat. Was dazu noch zu sagen ist, zu der generell guten Abwehr, da kann man St. Veit natürlich nur gratulieren dazu, dass sie dann auch sehr gute Transfers gemacht haben. Sie haben eine sehr, sehr erfahrene Achse, sprich von Torwart bis zum Zehner Gregory Krämer. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil in dieser jungen Mannschaft, dass, so wie man im Fußball immer sagt, die Achse sollte, sagen wir mal, relativ erfahren sein. Das funktioniert da ganz gut. Und ich denke, dass das auch mit der Grundstein ist, warum St. Veit eine sehr erfolgreiche Saison haben wird. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite, nach Emmels. Die habe ich ja vergangene Woche geschaut, im Heimspiel gegen Rocherath. Und war relativ enttäuscht von Emmels, die dann 0:4 verloren haben und auch in dieser Höhe auf jeden Fall verdient. Da lief wirklich nicht viel beisammen. Haben sie sich denn verbessert oder würdet ihr sagen, dass ihr das Gleiche gesehen habt wie ich letzte Woche? Gut, da ich nicht weiß, was du letzte Woche genau gesehen hast. Ja, das habe ich ja erzählt. Sondern nur weiß, dass du relativ enttäuscht warst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht von Emmels war am Freitag. Wie gesagt, es war nun mal ein Derby. Aber es ist eben, sie haben auf jeden Fall nicht schlecht gespielt. Haben, Christoph hat es gesagt, sich im Spiel gehalten, dafür gesorgt, dass es eben nicht 2:0 stand. Wobei sie natürlich auch durch den Lattentreffer vielleicht auch das ein oder andere Quäntchen Glück hatten. Aber dann auch zum richtigen Zeitpunkt dann den Ausgleich machen und es damit dann auch geschafft haben, irgendwie den Bann von St. Veit zu brechen. Und deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall eine Leistungssteigerung war, im Gegensatz zur vergangenen Woche. Und sie mit dem Punkt, wie gesagt, auf jeden Fall hochzufrieden sein können. Ja, ich habe dann nachher auch noch mit Pascal Otten gesprochen und er sagte auch selber, also sie haben Glück gehabt mit dem Lattentreffer, aber grundsätzlich findet er, dass die Leistung solide war. Ich meine, man muss sehen, es ist ein Auswärtsspiel, da ist schon mal grundsätzlich eher so, dass die Heimmannschaft ein bisschen mehr Spiel macht als die Auswärtsmannschaft und St. Veit war dann auch teilweise offensiv steril. Also sie haben halt wirklich 2-3 Großchancen gehabt, die hätten sie auch nutzen können. Aber beispielsweise in der Anfangsphase stand sowohl mal ein Emmels als auch ein St. Veit allein vor dem Torwart und ist gescheitert. Also dementsprechend hat sich Emmels meiner Meinung nach sehr gut präsentiert. Sie selber sind auch von der Leistung zufrieden gewesen, aber mit ihrem Saisonstart noch nicht ganz so sehr. Also Pascal hat mir erzählt, dass sie sich vorgenommen hatten, nach 3 Spielen mit 6 Punkten dazustehen, was angesichts dieses Saisonstarts, also gegen Rocherath und danach noch gegen St. Veit, schon ein gewagtes Ziel ist, aber halt auch ein ambitioniertes Ziel, so wie wir es gern hören. Dementsprechend, sie sind auch nicht ganz zufrieden mit der Punktausbeute, genauso wie St. Veit. Also wir halten fest abschließend, das Derby hat keinen Sieger gefunden, 1:1. Stand es am Ende zwischen St. Veit und Emmels und damit blicken wir auf das kommende Wochenende. Da gibt es natürlich wieder Derbys in Hülle und Fülle und Marvin, dann sag uns mal, auf welches Spiel wir uns freuen können.
Ja, Christoph hat eben erwähnt, dass er ein Riesenfan von Freitagsspielen ist und deshalb geht es für Christoph auch direkt am Freitag wieder weiter ins nächste Derby. Und Tim, du wirst ihn ja dann begleiten, da du ja diese Woche dann auch wieder dabei bist. Endlich. Und schießt mal los, was uns wir denn erwarten können von dem Derby in Bütchenbach, bei Bütchenbach gegen Rochorath. Ich tippe auf ein 1:3 für Rochorath. Bütchenbach hat zwar viel Laufbereitschaft, viel Kampfbereitschaft, aber ich denke dann doch, dass sich die individuelle Klasse von Rochorath durchsetzen wird. Und das bedeutet, bei Rochorath kommen 3 Tore noch aufs Konto hinzu. Das wären dann schon 14 nach 4 Spielen. Das wäre natürlich eine Traummarke und ein absoluter Traumstart. Deswegen abschließend 1:3 für den KFC Rochorath. Ja, das sehe ich nicht ganz so. Also ich habe Rochorath bisher nur einmal diese Saison gesehen. Das war der 3-2-Sieg gegen Bülling. Da haben sie mich nicht ganz überzeugt. Also ich habe jetzt auch nicht die überzeugenden Leistungen gesehen, die du teilweise gesehen hast, wie das 4-0 gegen Emmels. Dementsprechend gehe ich eher mit dem Gefühl, dass ich so nach dem ersten Spiel mit hatte und nach dem, was ich so über Bütchenbach gelesen habe, und sehe dann eher ein 1-1. Da wir ja nun einen Auswärtssieg und ein Unentschieden als Tipp haben und ich bekanntlich ja hier der beste Tipper in der Runde bin, hust, und schon sage und schreibe zweimal voll daneben gelegen habe, hoffe ich, dass ich diesmal ein bisschen Glück habe und das sollte die Schwarz-Gelben dann auch freuen, denn ich tippe dann einfach mal auf ein 2:1 für Bütchenbach, da ich glaube, dass es Zeit ist für Bütchenbach, wenn sich für eine gute Leistung dann endlich mal zu belohnen am Freitagabend. Und wir dürfen gespannt sein. Wie gesagt, bei meinen Tipps bin ich ja noch nicht so sattelfest. Das sind wir echt alle nicht, ne? Ich glaube, es hat noch keiner einen Punkt gemacht. Das Schöne ist jetzt, du hast für Bütchenbach getippt, Marvin. Ich habe für Rochorath getippt, Christoph auf Unentschieden. Also irgendeiner von uns wird auf jeden Fall punkten, dann, damit das Elend mal ein bisschen ein Ende bekommt. Dann gibt es aber natürlich noch ein zweites Derby in der zweiten Provinzklasse. Und das findet statt in Walhorn. Walhorn gegen Kelmis B. Da gehe ich mit der Union Walhorn und sage, dass die Heimmannschaft am Ende 1:0 gewinnen wird. Dann werde ich auch hier dir widersprechen und werde sagen, dass wir ein richtig schönes Derby sehen werden, aber ich am Ende von einer Punkteteilung ausgehe. Ich tippe auf ein 1:1 und hoffe auf ein spannendes Spiel. Ja, also Walhorn hat ja jetzt auswärts gewonnen, 2-1 in Franchimont. Wir haben auch ansonsten einen sehr soliden Saisonstart hingelegt. Ich habe bisher zwar nur Testspiele von Walhorn gesehen, aber da hat mir das sehr gefallen, was ich gesehen habe. Sie haben sich sehr sinnvoll verstärkt. Und obwohl Kelmis jetzt auch diese Woche das erste Mal hat gewinnen können gegen Homburg mit dem 1:0, erwarte ich ein 2:0 für Walhorn. Also da seid ihr beiden ja dann relativ gleicher Meinung. Vielleicht schaffe ich es ja, eure Party dann ein bisschen zu sprengen in dem Sinne. Oder vielleicht wird sogar Kelmis B uns allen dreien eines Besseren belehren. Wir dürfen gespannt sein auf schöne Spiele am Wochenende, schöne Derbys. Und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder am Mittwoch. Prüfungsbedingt wird das nicht anders funktionieren. Und ab der Folgewoche wird dann der Montag als Aufnahmetag etabliert, dass ihr dann immer die neueste Folge ab spätestens Montagabend zu hören habt. Und in diesem Sinne sagen wir tschüss und bis nächste Woche. Schönes Wochenende und viel Erfolg natürlich allen Mannschaften da draußen. Ciao, ciao.